Servus liebe World of Warcraft-Freunde, willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute mit einem kleinen Tipp, wie ihr euch diese guten Dinger hier, die Ehrenabzeichen, mittlerweile in Valdrakken kaufen könnt. Beziehungsweise eigentlich ist es eher ein Umtauschen, sagen wir es mal so. Die Möglichkeit gibt es jetzt erst seit kurzem und zuvor musstet ihr immer, wenn ihr diesen Tausch machen wolltet, zurück nach Uribos, aber Blizzard hat die Möglichkeit jetzt eingefügt, und zwar hier hinten bei Zelterex, und zwar in der Halle 44, 39 ungefähr, Zuflucht des Gladiators. Das müsstet ihr als PvP-Spieler ja kennen, und die Gute hat jetzt neue Sachen im Angebot, und zwar das hier, die Orboreale Auszeichnung, kostet 2000 Ehrepunkte und darin sind 5 Ehrenabzeichen enthalten. Wenn ihr also zu viel Ehre habt und nicht mehr wisst, was ihr damit machen sollt, könnt ihr euch jetzt beispielsweise die Abzeichen holen. Was man damit machen kann, tatsächlich bin ich nicht gut genug im PvP drin, um zu sagen, ob man damit aktuell was kaufen kann, aber ich meine nicht, also nichts für die aktuelle Season oder was in Gear von Wert wäre. Ah, hier tatsächlich, diese Transmog-Items kriegt man. Aber dafür muss man das entsprechende Rating haben, sagen wir es mal so. Ansonsten könnt ihr euch mit den Teilen alle früheren PvP-Sets aus der Geschichte der Erweiterung kaufen. Hier jetzt mal als Beispiel, ich habe mir auf meinem Droiden schon seit langem alle geholt, sind alle am Start. Die Kosten für ein ganzes Ensemble 12 dieser Abzeichen und hängt immer je nach Addon davon ab, wo ihr den Krams kaufen könnt. Also zum Beispiel für die Burning Crusade Sets müsst ihr nach Nethersturm Area 52, da steht der Händler, um das zu kaufen. Oder für die Cataclysm Sachen ist es dann beispielsweise in damaligen Hauptstädten, sprich Orgrimmar und Sturmwind. Damit sind wir also durch, müssen es ja jetzt nicht länger machen, als es ist, that's what she said. Und damit danke fürs Zusehen, ich hoffe, ich konnte euch eine kleine Neuigkeit an den Mann bringen, die ihr vielleicht noch nicht wusstet. Und damit bis zum nächsten Video, habt eine gute Zeit, reingehauen.